Ich möchte ja nicht sagen, aber so langsam wird es ja schon irgendwie ziemlich gruselig. Warum? Warum, Spiel? Warum? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4 Cats. Es werden halt immer mehr. Das... Alle sind auch krank und ich glaube, die vermehren sich auch noch. Ich schätze mal, wir müssen sie alle kastrieren gehen. Irgendwas müssen wir tun. Ich weiß nicht genau, wie wir es tun werden. Oh mein Gott, ihr macht mir ein bisschen Angst. Das ist Garten. Ein Garten, hallo, ein Garten. Da muss man nicht... Das ist normal, dass da Wasser ist. Ich meine, dass ich das von Kevin erwartet hätte, aber Benjamin? Naja, also, das halt... Ich wische gerne den Boden, da muss ich andere Dinge in meinem Leben nicht tun, ne? Ist halt so ein Ding. Apropos andere Dinge in deinem Leben nicht tun, kannst du mal Möbel herstellen. Da mach mal einen Gartentopf. Und Kevin? Oh, Kevin kocht. Oh nein, oh, das brennt das Haus wieder ab. Oh, nee, ach. Oh. Was ist hier los? Aktivität niedrig, ja, dann geh doch da rein. Dussel. Oh, er hat nur sich selbst was zu essen gemacht, der Egoist. Also bei Kevins Stimme bin ich jetzt übrigens an dem Punkt zu sagen, dass der ein bisschen arrogant klingt. Ich bin Kevin, ja, und ich mag vielleicht ein bisschen quick klingen, aber ich kann kochen. Wow, so hält man keine Gabel, Kevin. Macaroni und Käse, oh, das hat der so schnell gemacht. Hä, Macaroni mit Käse macht man im Backofen. Also die richtig guten Macaroni mit Käse. Und ich mache wirklich gute Macaroni mit Käse ohne Käse, weil ich keinen Käse benutze, weil ich immer vegane Alternativen nehme, die eigentlich viel geiler schmecken und aus Mandeln gemacht sind, wie wiederum auch nicht gut für die Umwelt sind, weil Regenwald dafür abgeholzt wird. Oh mein Gott, ich bin ein Unmensch-Veganer. ja, ich hab, ja, ne? Ach Mensch, guck mal, Benjamin, was macht der dann Schönes? Ablenken, hä? Das wird der beste Stuhl der Welt. Da jetzt noch das abmessen. Ja. Dann ein bisschen hobeln, dann fällt er später. Oh mein Gott, ich habe einfach so Angst, Benjamin eine Säge in der Hand hat, dass da irgendwas passiert. Oh, okay, wenn er sich den jetzt nicht ins Auge ballert, dann weiß ich auch nicht. Ihr wisst ja, wie die Sims als Kinder spielen und beim Spielen sich immer alles ins Auge stecken. Ich befürchte, das wird auch hier passieren, dann springen wir mal ein bisschen vor. Zeig mal, was du kannst, Benjamin. Hopp, hopp. Ich will das jetzt sehen hier. Hopp, jetzt zeig mal. Ich will da, wir brauchen Geld. Hast du gesehen, was wir am Tag hier verbrauchen an Strom? Called it! Was schleifst du da? Achso, er hat ja auch das Ding gerade voll ins Auge gekriegt, deswegen. Dann wird er da wahrscheinlich auch nichts mehr viel von mitbekommen. Mach mal einen Spiegel. Er kann einen Spiegel. Ey, willst du schlafen? Nee! Ben, es ist. Hä? Was ist denn falsch mit euch? Guten Morgen, Dornröschen. Schade, das Buch kann man nicht anklicken. Ich hätte gedacht, das kann man wenigstens angucken oder sonst irgendwas. Okay, was musst du für deine Arbeit noch erledigen? Du hast schon deine Durchbrüche erzielt. Geil. Du musst auch überhaupt nicht mehr arbeiten eigentlich, wenn man es genau betrachtet. Du kannst zumindest deine Wäsche mal machen und sie in die Waschmaschine stecken. Kevin, es wird jetzt hier nicht geschlafen. Ich weiß, Männer brauchen mehr Schlaf als Frauen. Das habe ich zumindest gelesen. Das hat irgendwas mit dem Stoffwechsel zu tun. Und der Art und Weise, dass Männer, obwohl teilweise exakt gleiche Statur wie die Frau, trotzdem mehr Kalorien verbrennen. Also eigentlich ist es ja unfair, Männer sind ja meistens größer, haben von vornherein höheres Muskelpotenzial und all so ein Kram. Und deswegen verbrennen die halt auch mehr Kalorien, weswegen sie mehr essen können. Was ich dann, nein, was ich super unfair finde, ich will auch mehr essen können. Ich muss dafür Sport machen. Ich muss mich aufs Fahrrad setzen und eine halbe Stunde strampeln, damit ich 300 Kalorien verbrannt habe, damit ich meinen Kartoffelbrei essen kann. Ich esse gerne, okay. Also, lies mal das erste Einhorn. Das ist mein interessanter Kontraroman. Sonst haben die Jungs gerade nicht sonderlich viel zu tun. Ich habe uns das Merkmal Katzengrundstück übrigens weggenommen. Weil ich es nicht aushalte. Ist doch wahr, ey. Das war wirklich die Hölle. Kannst du auch nicht anders sagen. War einfach die Hölle. Sollten wir uns mal abends jetzt, wenn... Ah nee, Chrissy kommt erst um 21 Uhr von der Arbeit wieder. Ob wir uns dann hinsetzen und zusammen irgendwie hier grillen können und dann auch zusammen hier essen können? Können wir eigentlich Freunde einladen?
am Wochenende? Wollen wir das mal machen, dass wir eine kleine Party machen? Oh, eine stinkende Katze. Oh nein, die guckt. Oh mein Gott, ist die süß. Oh, wie unglücklich die guckt. Was, wer bist du? Du bist Nougat. Oh, Nougat stinkt spontan nicht mehr. Was? Jetzt sind die alle da hinten und wuseln nicht mehr bei uns rum. Na, das war super. Ach, dass das alles in meinem Hausinventar liegt, ist doof. Dann hat man nicht das Gefühl, dass man wirklich was verkauft. Wir brauchen dann aber später auch... Oh nein, unser Hamster hat... unser Bubalu, unser... Die Umfrage ist fast ausgewertet, denke ich mal. Ich habe jetzt noch nicht eure Kommentare lesen können, weil ich ein bisschen am Stück aufgenommen habe. Entschuldigung. Eine neue Postkarte, alles klar. Ja, aber der Spiegel ist doch super. Die Pflanzkiste, ich weiß jetzt nicht, inwiefern die uns viel mehr gebracht hat, aber die sieht hässlich aus, also verkaufe ich die. Oh, tut mir leid, Benjamin, jetzt habe ich deine Gefühle verletzt. Hässlich. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Bist du denn? Standst doch gerade noch da. Mach gefälligst weiter deine Arbeit. Jetzt mach halt nochmal einen Barhocker. So. Und danach kannst du schlafen gehen. Ja, dann machen wir doch am Wochenende eine richtige Party. Dann wird dir richtig gefeiert am Wochenende. Gibt's hier wieder gute Mucke, ja? Ist die Lautstärke noch auf hoch? Klingt gar nicht so hoch. Vielleicht ist ja Kevins geheime Leidenschaft wirklich tanzen, wobei ich glaube, er hört einfach gerne Musik während des Lesens. Na, dann lies mal weiter. Was möchtest du? Himmel mit Teleskop beobachten. Klicke auf das Observatorium, um den Himmel zu beobachten. Oder nicht? Was möchte er noch? Eine Waschwanne kaufen. Wir haben eine Waschmaschine. Wieso willst du eine Waschwanne, Kevin? Wie rückständig. Body-Shaping-Training absolvieren. Okay, das kann man. Anscheinend will Kevin an seinem Body arbeiten. Sogar kein Problem. Trainieren, hier. Trainieren, Body-Shaping-Video. Weißt du, bist ein bisschen müde? Leg das Buch weg. Mache Kevin, leg das Buch weg. Ja, genau. Da siehst du richtig viel vom Bildschirm. Aber anscheinend kennt er das aus. Aua. 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 Jedes Mal so. Einfach Pock. Das geht noch, ja? Weiß nicht, ob das so gut ist für die Gelenke, wenn man das einfach so macht. Aber die Musik dazu passt wenigstens. Ja, unser Kevin, ich finde die Idee ganz gut, dass er so ein bisschen arrogant klingt. Dass es halt so ein bisschen... Also, ich bin der stotternde Kevin. Und, also bitte. Also, Pock. Muss jedes Mal Stoßgeräusche machen. Die fertige Schnitzerei, na, dann ist doch gut. Guck mal, jetzt ist auch spät. Jetzt kannst du auch... Ja, genau, jetzt gehst du schlafen. Das ist doch super. Er hier kann nach seinem Training schlafen gehen. Das ist doch richtig schön ausgepowert. Ist jetzt eigentlich zufrieden? Ich habe doch gesagt, mach deinen... Absolvieren. Musst du es dann komplett absolviert haben? Anscheinend. Danach kannst du duschen und dann kannst du danach schlafen gehen. Ich will jetzt... Ich will das jetzt... Ja, danke. Was hier noch? So Musik der Stereoanlage tanzt. Nee, ich glaube nicht mehr. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Boah, Chrissy kommt gleich nach Hause, dann können wir mit der noch was anfangen. Unsere Jungs sind fix und fertig. Also, in einer Hinsicht ist Ben echt schlampig. Er schmeißt seine Klamotten immer auf den Boden. Aber ansonsten wischt er, putzt er, räumt er auf. So faul finde ich die jetzt gar nicht. Schade eigentlich. Chrissy! Oh. Ah, das sieht schmerzhaft aus. Oh, da ist auch jemand richtig müde. Chrissy, du musst dich aber noch um dein Baby kümmern. Du musst noch ein Leckerli füttern und noch mit spielen. Ah, boah, ich bin voll müde. Ich glitsche ein bisschen, bring das Spiel zum Laggen. Ich glaube, die haben in der WG auch jetzt am Anfang, weil sie ja noch nicht so dicke, enge Freunde sind, auch noch ganz wenig Berührungspunkte. Bin dann sehr gespannt, wie wir das... in Zukunft gestalten werden, wie sie sich anfreunden werden. Ob hier vielleicht auch einfach mal eine Freundschaft nicht funktioniert. Oh Gott, du bist so süß. Oh, guckt euch das an, wie niedlich das ist. Oh, ui, ui, ui. Ui. Oh, das ist cute, oder? Oh, das ist so süß. Ob hier vielleicht einfach auch mal Streitigkeiten vorliegen werden. Ob wir irgendwann noch jemanden in der WG brauchen, um uns das leisten zu können oder sowas. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wir haben ja festgestellt, dass das mit diesen ineinander geschobenen Doppelbetten gut funktioniert. Das wäre auch eine Möglichkeit, ne? Dann geh jetzt mal schlafen. Geh mal schlafen, Chrissy. Mach dir mal nicht so einen Kopf. Geht mal alle pennen, Jungs und Mädels.
Dann würde ich nämlich behaupten, dass wir am Wochenende eine richtige Party steigen lassen. Ubaloo gut beobachten. Die machen manchmal komisch Dinge nachts, die Dinger. Noch okay, ist zufrieden. Aufmerksamkeit. Aktivität niedrig, da kannst du ja selber rumlaufen. Wenn du Hunger hast, kannst du was essen gehen. Ah, oh, das ist so süß! Die Polizistenfamilie ist in den Luxusallee eingezogen. Die Lynx-Familie ist in irgendein Haus eingezogen. Durchschnittsler ebenfalls. Munch-Familie auch. Oh, zimmerfrei ist auch umgezogen anscheinend. Caliente-Familie, Überarbeitet-Familie. Die Familie überarbeitet, alles klar. Netter Name. Ich habe das mit den Umzugseinstellungen einfach mal laufen lassen, damit die Welt sich ein bisschen bunter entwickelt. Bis auf aktive Haushalte, die sind ausgenommen. Das bedeutet unsere Sim, die wir lieben und kennen, aus den anderen Staffeln, die werden nicht umziehen. Aber der Rest halt mal. Das macht das Ganze so ein bisschen spannender. So, dann spulen wir nochmal ordentlich vor. Immer noch okay wegen den Klamotten. Okay. Okay, Stimmung okay. Morgen muss jemand früh Frühstück machen. Was ist denn hier los? Das kommt davon, wenn du so duschen, dann geh duschen. Wenn du so früh ins Bett gehst, Mister. Ne? Oh, Ben, oh, ist das ekelhaft. Oh, Ben, du bist so richtig ekelhaft. Das liegt aber auch daran, wir haben ja auch keinen Wäschekorb hier drin. Aber ich dachte eigentlich, das landet in meinem Wäschekorb automatisch. Also ist das seine Schuld. Pack das auch in die Waschmaschine, Ben. Das ist ja... Boah, oh, das dampft. Da kommt so richtig... Oh, da kommt so... Boah. Oh, lass das. Das ist ja echt... Ich wollte gerade sagen, zieh dir bitte was an. Okay, und dann kannst du gerne auch... Kannst du... Dann lass sie da drin stinken. Lass sie da einfach drin rumstinken. Gut, ich packe meine Wäsche meistens auch direkt nach dem Ausziehen in die Waschmaschine, wenn sie dunkel ist. Die helle Wäsche sammle ich für helle Wäsche. Ja, ne? Quiek, quiek, quiek. Da wird sich wieder gewuselt und geputzt. Ich wollte eigentlich morgen eine Grillparty machen. Und ich versuche uns auch, den Spielstand so zurechtzubiegen, dass die Zeit schnell genug vergeht, dass wir echt in einem Part einen Tag haben. Das müsste sich machen lassen. Ich hätte es halt ganz gerne so, dass ich mit leichtem Vorspulen auf eine gute Zeit komme. Ich pendel mich dann noch ein bisschen ein, muss aber sowieso erstmal so weit spulen. Wir müssen so weit arbeiten, dass wir den gleichen Wochentag haben, weil ich finde das sympathischer, wenn wir im Spiel den gleichen Wochentag haben, wie... Jetzt sehe ich, dass er faul ist. Jetzt sehe ich das. Ne, wie das auch bei Stardew Valley der Fall ist. Bei Stardew Valley spielen wir auch einen Tag am Tag. Und also am Sonntag ist Sonntag, am Montag ist Montag dran. Und das macht auch sehr viel Spaß. Heute wird in Stardew Valley übrigens geheiratet. Das wird auch was. Meine Güte. Ich schätze mal, ich werde dich in Mauseohren heiraten. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich habe meinen Charakter umgezogen. Ja, dann kannst du ja eigentlich mal direkt gleich hier weiterarbeiten. Oder du sneakst dich hier an den PC von deinen Kollegen. Dass er so nicht rumzocken oder rumdaddeln kann, ist eigentlich auch voll blöd. Gesellschaftliches Ereignis planen. Er kennt halt auch, glaube ich, niemanden, ne? Stimmt. Ja gut, die sind ja neu in die Stadt gezogen. Wir müssen echt mal Leute kennenlernen. Nachts ist hier nicht viel los am Pier. Könnten aber hier die Bar besuchen gehen. Man kann auch mal nachts die Bar besuchen gehen. Anscheinend sind wir mit dem Fidget, diesem spinnenden Kater, befreundet. Ist ja, kann man machen, ne? Also wir kennen den zumindest. Wobei da kein Freundschaftsbalken war. Hä? Wie geht das denn? Ist das im Spiel überhaupt möglich? Ach, die Ladebildschirme sind ein Traum. Ich freue mich. Gott sei Dank. Boah, cool, jetzt können wir Leute kennenlernen. Schon mal Leute kennenlernen. Auch die Bar ist ja eigentlich voll gut. Wie schick die aussieht. Oh. Ist das nicht Leon? Ja, Leon Duarte. Das ist ein Vampir der wahren Nachtgesellschaft. Der ist ein bisschen schizophren. Wenn wir uns mit dem anfreunden, das könnte interessant werden. Freundlich vorstellen. Also der ist ein ganz normaler Mensch. Und wenn er zum Vampir wird, ist er nicht so der nette Vampir. Nicht so ein netter Vampir. Hey, Mona. Sondern mehr so der böse Leon. Aber als Mensch ist der voll okay. Wir wissen das vielleicht dann noch gar nicht. Ja, hi, coole Musik hier. Hi, ja, ich bin Leon. Ja, sag mal, kannst du dir was zu essen empfehlen? Ich wohne ja noch nicht so lange und weiß nicht, ob die Bar gut ist. Ich habe gehört, es gibt hier auch ganz viel Trash, also vergammelten Fisch. Da kann ich dir leider nicht so weiterhelfen, weil, weißt du, also ich, zwar voll sauber hier, aber ich esse hier eigentlich nie was. Weil, ich verstecke mich hier nur vor der Sonne. Echt cool. Warum versteckst du dich vor der Sonne? Also, ich mag ja die Sonne. Die Sonne ist eigentlich voll gut. Aber Videospiele spielende Menschen verstecken sich ja gerne vor der Sonne, habe ich gehört. Ha, Klischee denken,
Witzig. Wieso bist du so traurig? Versuch mir ihn aufzumuntern, ob das geht. Leon hat halt mega die tiefe Stimme und ich muss ihn immer tief sprechen, mal gucken. Also hier, alles wird wieder gut. Ne? Versteck dich ruhig vor der Sonne. Wenn du Angst vor der Sonne hast, verstehe ich voll eigentlich nicht, aber hey. War das jetzt awkward? Reden wir über Bücher. Er ist düster, er will nicht aufgemuntert werden, alles klar. Magst du Bücher? So Bücher so? Hallo. Anscheinend reden wir jetzt auch mit dem. Hallo Jens. Ja, Bücher mag ich voll. Wieso redet Jens auch noch mit uns? Ich will nicht mit Jens reden. Reden über die traurige Stimmung. Ich höre gerne CDs, so düstere. So mit Trash-Rock. So richtig bad. Ja, so wo du das Gefühl hast, wird dir das Herz gebrochen oder sowas? Ja, alles klar. Er steht auf Herzschmerz und Leid und Kummer und... reden wir mit einem Vampir über Vegetarismus? Bei ihm kann ich mir das schon eher vorstellen. Der Jens Sommer sah so ein bisschen sportlich aus. Ich mag Orangen. Orangen, hallo, voll vegan und so, richtig geil. Und Leon wahrscheinlich so, ja, Plasmafrüchte, voll vegan, habe ich mal gelesen zumindest. Aber du weißt, ich esse nichts, deswegen lieber nicht. Okay, ich glaube, wir gehen einfach. Das ist ihm zu awkward, dass er nichts essen geht. Oder was willst du machen? Ein faules Nickerchen. Das ist halt so typisch. Ist einfach so kurz ein faules Nickerchen. Jetzt auch jetzt Musik hören. Das ist halt einfach super witzig. Boah, wie cool. Sie hat dunkle Haut und blonde Haare. Wie cool das aussieht. Du bist ein vom Spiel generierter Sim. Imane il majiburio boirie. Irgendwas. Die wird einfach Fernsehen geguckt. Der geht richtig viel ab in der Bar. Wenn in einer Bar ein Fernseher ist, ne? Dann ist das halt einfach immer sad, weil die Sims machen nichts anderes, als Fernsehen zu gucken. Oh nein! Wie ist doch der denn verschwunden? Ja, der Ort ist unvollständig. Weißt du was? Weißt du was? Dann machen wir das anders. Gib mir ditte. Gib mir ditte jetzt. So, dann sollen die mal versuchen, Fernsehen zu gucken. Der Ort ist zwar vollständig, aber die können kein Fernsehen gucken, weil er ist nämlich in der Wand. Das hab ich mir jetzt richtig eingedacht. Seht ihr, Leon hat sie halt nicht mehr alle. Also ich meine jetzt nicht, also das ist halt einfach als Vampir, beißt ja wie wild Leute und hält nichts von Menschen und ist halt mega so bad boy. Jetzt wollen sie endlich was zu trinken. Siehst du, Mädel, dein Geschäft lief richtig schlecht, bis ich den Fernseher versteckt habe. Jetzt wollen sie nämlich alle Alkohol. Was ist wahr? Ist das hier doch ein dreckiger Laden oder was? Leon hat gesagt, es ist hier voll sauber. Schönes Geräusch. Wow, Alter, das, was ich gemacht habe, war viel schrecklicher. Gut, dann wollen wir mal gucken, wie das nächste Mal aussieht, ob wir hier auf den grünen Zweig kommen. 7 Uhr morgens in einer Bar. Das passt aber auch zu Benjamin, wie ich persönlich finde. Dann gibt es am Wochenende jetzt eventuell eine kleine Einweihungsparty. Chrissy kann zumindest ihre Freunde einladen. Dann haben wir schon mal so ein paar Leute kennengelernt. Und wir sehen uns deswegen das nächste Mal bei Die Sims 4 Staffel 6. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.